Also wir brauchen folgende Zutaten. Einen halben Butternut-Kürbis. Dann brauchen wir 4 Möhren. Dann benötigen wir 2 festkochende Kartoffeln. Dann benötigen wir 2 Knoblauchzehen und ein bisschen frischen Ingwer. Und zum Schluss eine rote Zwiebel. Schneiden Sie alle Zutaten möglichst klein, denn später wird alles püriert. Nehmen Sie zunächst einen großen Topf, weil wir wollen ja eine Suppe machen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Rapsöl hinzugegeben. Dann erwärmen Sie das und dann geben wir jetzt erstmal die Zwiebeln hinzu. Und den frischen Knoblauch und den Ingwer. Die Zwiebeln, die werden jetzt glasig angebraten. So, wenn es dann soweit ist, dann geben wir den Kürbis hinzu. Schön durchmengen. Das ein wenig anrutscheln. Nach ca. 5 Minuten geben Sie die Möhren hinzu und schließlich die Kartoffeln. Dann alles nochmal gut umrühren. Und dann werden wir die Brühe aufgießen. Ich habe jetzt hier einfach ganz normal Wasser genommen und ein bisschen Gemüsebrühe. Sie können natürlich auch mit Weißwein ablöschen, das gibt auch noch mal ein bisschen Geschmack. Und schön reichlich Brühe, weil wir haben jetzt hier ja den Kürbis drin und die Kartoffeln. Und die Kartoffeln und der Kürbis, die besitzen ja Stärke, sonst wird es nachher ein Brei. Und dann lassen Sie das gut durchkochen erstmal. Wenn die Suppe dann soweit ist, also dass die Kartoffeln und der Kürbis einigermaßen weich gekocht sind, dann legen wir los mit dem Zauberstab, also mit dem Stabmixer. Und dann wird das Ganze erstmal püriert. Sollte das zu fest sein, also wie ein Brei sein, dann kann man ja noch ein bisschen Gemüsebrühe hinzugießen. Wenn Sie fertig püriert haben, schauen Sie, ob die Suppe die richtige Konsistenz hat. Meine hat sie. Und jetzt würzen Sie da noch ein bisschen nach. Mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss vielleicht. Je nach Geschmack. Vielleicht noch ein bisschen Basilikum und ein bisschen Kümmel. Sie können natürlich dann auch noch Wiener Würstchen hinzugeben oder Mettwürstchen. Das gibt der Suppe auch noch ein bisschen Geschmack. Ich lasse das jetzt einfach so. Dann das Ganze nochmal umrühren und dann kann angerichtet werden.